Die Tech Night wird Ihnen präsentiert von den Video Premium Händlern. In dieser Folge der Tech Night haben wir für euch den True Wireless In-Ear von Sony WF1000XM3 mit aktiver Geräuschunterdrückung getestet. Außerdem waren wir bei Sky und haben uns über die neuesten Entwicklungen informiert. Und zu guter Letzt haben wir wie immer eine Blu-ray des Monats. Hallo und herzlich willkommen zu der Sommerausgabe der Tech Night. Passend zur Reisezeit sehen wir uns jetzt gleich mal einen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung an. Seit Apple die AirPods aufgelegt hat, liegen komplett kabellose Kopfhörer, sogenannte True Wireless In-Ears, voll im Trend. Sony ist bereits vor 2 Jahren auf den Zug aufgesprungen und hat seinen bestens beleumundeten Noise-Canceling-Kopfhörer auch ein kabelloses In-Ear-Modell zur Seite gestellt, den WF1000X. Der große Vorteil des WF1000X war schon damals eine hervorragende Geräuschunterdrückung, die in dem kleinen Kopfhörer integriert war. Einziges Manko des Kopfhörers war seine relativ kurze Laufzeit. Natürlich benötigen die Bluetooth-Übertragung und der leistungsfähige Prozessor, der das Noise-Canceling berechnet, jede Menge Strom. Das führte dazu, dass der WF1000X damals nur auf eine Laufzeit von knapp 3 Stunden kam, was natürlich für einen mobilen Einsatz extrem wenig ist. Mit dem WF1000XM3 legt Sony jetzt nach. Der Kopfhörer ist wesentlich handlicher verpackt, kommt in einer schön designten Schatulle daher und hat jetzt auch eine wesentlich bessere Ausdauer. Bis zu 6 Stunden mit Noise Cancelling und bis zu 8 Stunden ohne Noise Cancelling schafft er dank einem stromsparenderen Prozessor und ist somit auch für längere Trips geeignet. Außerdem fungiert, schon wie beim ersten Modell, das Etui als Ladeschale. Dort kann man den Kopfhörer bis zu 3-mal nachladen, sodass dann 3x6 bis 3x8 Stunden, also eine Gesamtlaufzeit von 24 bis 32 Stunden möglich ist. Keine schlechten Leistungsdaten für so einen kleinen Kopfhörer. Sehr viel Mühe haben sich die Ingenieure bei Sony mit der Ergonomie gegeben. Dank einer rutschfesten Gummibeschichtung und einer speziellen 3-Punkt-Ausrichtung im Ohr hält der Kopfhörer bombenfest. Extrem ausgereift ist die adaptive Geräuschunterdrückung, die man bei Sony bereits vom Vorgängermodell kennt. Das Noise Cancelling passt sich adaptiv der Umwelt an. Befindet man sich zum Beispiel in Bewegung, werden Umweltgeräusche weniger stark unterdrückt, sodass man drohende Gefahren leichter wahrnehmen kann. Die Stärke der Geräuschunterdrückung lässt sich in der App beliebig nachregeln. In unserem Testlabor haben wir sowohl Frequenzgang als auch die Noise Cancelling Performance vermessen. Hier zeigt Sony wirklich gute Leistungen. Der Frequenzgang ist ausgewogen, ohne übertriebene Betonungen und bei einem gemessenen Wirkungsgrad mittel von 91 Dezibel spielt der Kopfhörer praktisch verzerrungsfrei. In Sachen Geräuschunterdrückung erreicht der Kopfhörer wirklich gute Werte. Die blaue Kurve zeigt, dass er bei tiefen Frequenzen zwischen 100 Hz und etwa 2 kHz eine mittlere Dämpfung von 21 dB erreicht. Im Sprachmodus dagegen wird der sprachrelevante Bereich zwischen 300 Hz und 1,5 kHz aktiv verstärkt, wie die grüne Kurve zeigt. Mit der Kombination aus kompletter Kabelfreiheit und der wirklich gut funktionierenden Geräuschunterdrückung hat Sony einen True Wireless In-Ear auf den Markt gebracht, der in dieser Qualität mit dieser Funktionskombination noch kaum woanders zu finden ist. Wirklich gut gemacht! Auch bei Sky hat sich in letzter Zeit wieder einiges getan. Wir waren in Unterföhring und haben uns mit Andreas Stumpner unterhalten, der uns ein paar der neuen Features näher vorgestellt hat. Heute begrüßen wir euch aus dem Studio A im Sky Sport Headquarter. Und mit uns auf der Couch sitzt ein alter Bekannter, Andreas Stumpner. Hallo Andreas. Ja, hallo Klaus, servus, herzlich willkommen bei Sky.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier in diesem schönen großen Studio, das vielleicht der eine oder andere Sky-Zuschauer auch aus der Champions League oder Bundesliga Berichterstattung kennt. Jetzt würden wir aber gerne noch einmal über ein anderes Thema mit dir reden, und zwar den neuen Sky Q Mini, den ihr vor kurzem noch einmal hier in einem ähnlichen Rahmen präsentiert habt. Was hat es damit auf sich, Andreas? Ja, also Sky Q, erstmal noch vielleicht ganz kurz hier, weil wir andere Farben sehen als die du gerade genannt hast. Ne? Das ist die Premier League, und wir haben heute unter anderem natürlich vorgestellt, was die neue Fußballsaison bei Sky bringt. Unter anderem ist die Premier League ja zurück bei Sky und deswegen hier die Farben der englischen Liga. Wir freuen uns schon sehr auf den Start. Die gibt es natürlich auch zu sehen mit Sky Q. Und um auf deine Frage jetzt zu kommen, Sky Q Mini haben wir vorgestellt, weil unseren Kunden sehr, sehr wichtig ist, dass die Sky Q, Sky in allen möglichen Räumen im Haushalt sehen können, und dazu gab es, als wir mit Sky Q vor über einem Jahr gestartet sind, schon die Sky Q App für Apple TV und Samsung Fernseher. Wir erweitern das Ganze jetzt, demnächst kommen noch die Apps auch für LG Fernseher und PlayStation 4, aber wir wollten auch eine eigene Lösung anbieten für alle, die eben eine schnelle Lösung von Sky wollen, um egal auf ihrem HD-Fernseher, sei es im Fitnessraum, im Homeoffice, in welchem Raum auch immer, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, auch noch das gleiche Sky-Erlebnis zu haben. Und dafür gibt es die Sky Q Mini. Jo, aber die Sky Q Mini funktioniert nicht freistehend, sondern du brauchst noch einen Sky Q Receiver dafür, oder? Genau, also die Sky Q Mini ist eine Erweiterung des klassischen Sky Q Abonnements. Das heißt also, Basis dafür ist das Sky Q Abo. Der Vorteil der Sky Q Mini ist aber, dass man im Gegensatz zum Hauptreceiver, den man in der Regel wohl im Wohnzimmer stehen hat, im anderen Raum nicht nochmal einen Kabel- oder Satellitenanschluss braucht. Das ist also der entscheidende Vorteil. Sehr oft so, gerade in älteren Häusern oder Wohnhäusern, Mietshäusern und dergleichen, es gibt einen Fernsehanschluss, der ist im Wohnzimmer, und die anderen Räume, ja, sie sind dann nicht mehr dann auch ausgestattet. Mit der Sky Q Mini geht es über LAN oder WLAN, und das ist der große Vorteil. Ja, cool. Das sind ja praktische neue Features, die ihr hier auch schon länger eigentlich im Angebot habt. Jetzt mit den Erweiterungen wird alles noch viel besser. So entwickelt sich Sky natürlich auch mit den neuen Möglichkeiten der neuen Medien immer weiter. Habt ihr sonst noch was in Planung? Also für die Sky Q Mini erstmal, wenn wir bei der schon gerade sind, gibt es noch eine gute Nachricht. Viele Kunden haben bei der Einführung im Juni schon danach gefragt, gibt es wie beim großen Sky Q Receiver auch die Apps wie Netflix, DAZN, Spotify, also die wichtigen Streaming-Angebote, die viele Leute gerne nutzen, auch auf der Sky Q Mini, also hat man dasselbe Erlebnis wie auf dem Receiver. Die kommen jetzt, das ist also ganz, ganz neu und ganz, ganz frisch. Und bei Netflix ist es genauso wie auf dem Sky Q Receiver. Netflix haben wir auch tiefer integriert. Das heißt also in der Suche, man findet in der Oberfläche von Sky Q, die auf der Sky Q Mini auch genauso aussieht wie auf dem Hauptreceiver, auch die Inhalte von Netflix und kann sich da sofort was aussuchen. Und wenn man das entsprechende Entertainment Plus Paket hat bei uns, auch da direkt reinklicken und loslegen. Ja, Andreas, da ist bei euch immer viel los, wie wir sehen. Ihr reagiert auch viel auf Kundenfeedback. Was war denn das letzte große Feature, das ihr euch noch zu Herzen genommen habt? Ja, wir haben vor allem erfreulicherweise viel Kundenfeedback, und da war ein großer Wunsch dabei, kann ich sagen, Jugendschutz-PIN ist das Stichwort. Du kennst es vielleicht auch, wenn man binge-watchen will, eine Folge nach der anderen bei irgendwelchen Serien, den ganzen Abend durch, das ganze Wochenende durch, dann will man nicht ständig bei jeder Folge neu die Jugendschutz-PIN eingeben. Das ist natürlich ein Punkt, da haben wir rechtlich einfach Vorgaben zu erfüllen gehabt, und es ist jetzt gelungen, also diese Funktion neu zu gestalten, sodass die Kunden ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen, je nachdem, ob Kinder im Haushalt sind, was sie schützen wollen, was sie nicht schützen wollen, ihre Einstellungen vornehmen können, bis hin dazu, dass man sie auch ganz abschalten kann, sodass man wirklich durchbingen kann von vorn bis hinten. Wenn die Tage jetzt wieder kürzer und die Nächte kälter werden, hat man mit Sky wieder viele Möglichkeiten, die langweiligen Abende rumzubringen. Andreas, es hat uns sehr viel Spaß gemacht in eurem schicken Studio hier, und wir freuen uns schon, wenn wir das nächste Mal wieder bei dir auf der Couch sitzen dürfen und uns du sicher wieder die nächsten heißen Neuerungen von Sky erzählen wirst. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, ich bin mir sicher, da kommt bald wieder was. Wir haben immer was in der Pipeline, also ihr seid immer herzlich willkommen. Das klingt spannend. Danke. Zum Thema Premier League bei Sky konnten wir auch noch einen der Star-Moderatoren von Sky erwischen.
Eric Meyer stand in gewohnt witziger Weise Rede und Antwort. Hallo Eric, auf dieser Couch fühlst du dich wahrscheinlich mehr zu Hause als ich. Für mich ist es eine ganz besondere Atmosphäre hier, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Ja, dieses Jahr ist Football coming home. Wir sehen es hier hinter uns. Die Premier League ist wieder bei Sky. Auf welchen Wegen kann ich denn jetzt die Fußballspiele eigentlich gucken bei euch? Ja, ich würde ehrlich sagen, welcher Weg nicht. Entweder live oder ich denke, dass die beste Zusammenfassung, die zu sagen ist, dass du in die Kneipe gehst, da dein Telefon anmachst mit der Sky-App, dein iPad mitnimmst, da auch die App öffnest und dann kannst du 1, 2, 3 Spiele gleichzeitig gucken auf die verschiedensten Kanäle, die es nur gibt. Also sag deine Frau, dass du ein bisschen länger weg bist, dann brauchst du sich keine Sorgen machen und du kommst nach Hause, hast alle drei die Dinge geguckt und hast abends noch Zeit, um mit ihr essen zu gehen, weil du bist voll informiert, hast alles auf 3 Schirme gesehen. Cool, ja, das verspricht einen Wahnsinns-Fußball-Sommer zu geben und eine tolle Saison mit Sky, mit der Bundesliga, mit der Premier League, das volle Programm. Bundesliga, Pokal, also mehr als 1000 Spiele, 1000 Live-Spiele, also es kommt einiges auf die Leute zu. Wer Fußball gucken will, kann es, muss es. Es ist live, es ist aktuell, es ist mit die besten Reporter, die es gibt, mit Analyse drumherum. Also ja, für die Leute, die Fußball mögen, ist das Valhalla. Das heißt, du musstest für dieses Mammutprogramm ein extra Training einlegen diesen Sommer. Wie ist deine Vorbereitung gelaufen? Ja, ich brauchte erstmal ein bisschen einen Speicher aufmachen. Also ich habe erstmal nichts gemacht ein paar Wochen. Und jetzt muss ich mich gut einlesen, in welche Transfers gab es in international, weil ich die Champions League mache. Welche Spieler sind neu in der Premier League? Für welche Beträge, wer spielt auf welche Position, welche Trainer sind neu. Gibt es auch noch junge Talente, die dazugestoßen sind. Also da kommt einiges auf mich zu und naja, es ist mein Hobby. Ich mache das sehr gerne und ja, deshalb ziehe ich das durch. Und meine Frau muss sich anhören, wenn ich Fußball gucke, hör mal Schatz, das ist Arbeit. Ja, das ist wahrscheinlich die schönste Arbeit der Welt und wie man sieht, du bist ja auch immer noch fit und für eine Hammer-Saison. Dann viel Spaß. Ja, danke schön. Ich wünsche euch auch alle viel Spaß bei all den Fußballspielen, die es gibt, international oder in Deutschland, Pokal, Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League, Premier League, alles in einen Topf. Und wie heißt der Topf? Sky. Wir nehmen den Schwung aus beiden Interviews mit und sehen uns jetzt noch zusammen die Blu-ray des Monats an. Die Blu-ray des Monats. Unsere Blu-ray des Monats ist dieses Mal Alita Battle Angel. In einer entfernten Zukunft stehen sich Arm und Reich auf extreme Weise gegenüber. Während die wohlhabenden Menschen in der Himmelstadt Salem wie die Könige leben, errichtete sich der große Rest notgedrungen seine Heimat aus dem Müll, den die Stadt in den Wolken übrig ließ. Du hast mir die Geschichte vom Krieg erzählt, als die Erde erzitterte und der Himmel brannte. Von denen, die überlebt haben. Die erwacht sind in einer anderen Welt. In der die Mächtigen die Schwachen ausbeuten. Unter diesen weggeworfenen Resten macht der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido dann eines Tages jedoch einen erstaunlichen Fund. Aus dem Müll der Superreichen zieht er dann nämlich den Kopf eines Cyborgs. In mühevoller Arbeit versieht er diesen dann wieder mit einem Körper und tauft ihn auf den Namen Alita. Als ich dich fand, war dein sehr menschliches Gehirn auf wundersame Weise intakt. Nichts fühlt sich einsamer an, als nicht zu wissen, wer man ist. Mit der Zeit kommt die Erinnerung. Alita ist neu hier. Sie hat noch einiges zu lernen. Zwar ohne Möglichkeiten, auf ihr Gedächtnis zuzugreifen, offenbart Alita jedoch schon bald unglaubliche Kampffähigkeiten. Talente, die sie und Ido jedoch schon sehr bald in größte Gefahr bringen werden. Alita, lauf! Mein Gott.
Ursprünglich wollte James Cameron bereits 2003 die Geschichte von Alita verfilmen, dem Terminator-Regisseur kam dann mit Avatar jedoch eine andere Science-Fiction-Story in die Quere. Knapp 15 Jahre später nahm sich mit Robert Rodriguez dann aber doch noch ein fähiger Filmemacher dem Stoff an, der auf dem japanischen Manga von Yukito Kojiro beruht. Gut so, denn Alita Battle Angel bietet mit seinem wilden Mix aus Action, Sci-Fi und gekonntem Computeranimationsbombast wirklich hervorragendes Popcorn-Kino. Die durchaus philosophischen Aspekte wie die Identitätsfindung von Alita und die ewige Frage, was denn nun einen Menschen zum Menschen macht, reißt der Film zwar eher nur sporadisch an, dafür wird in Sachen Style und Optik wirklich das absolute Maximum aufgefahren. Auf der Bildseite wirkt die Disc sowohl als reguläre Blu-ray als auch in ihrer 4K-Version extrem clean und nahezu rauschfrei. Die Standard-Blu-ray ist, wie so häufig, etwas heller gemastert als die 4K-Version, leider wirken hier die Farben aber mitunter etwas unnatürlich. Mit HDR10, HDR10 Plus und Dolby Vision leistet sich die UHD-Blu-ray-Version dann alle drei wichtigen HDR-Formate. Gerade in Sachen Farben und Kontrast bietet die 4K-Version dann auch einen deutlichen Qualitätsanstieg im Vergleich zur regulären Blu-ray. Beim Ton bietet die deutsche Soundspur leider lediglich DTS 5.1. Das ist besonders schade, da die englische Dolby Atmos-Spur wirklich herausragend gut ist. Jede Menge detailreiche Höheneffekte mit immenser Power machen diesen Mix zu einem echten 3D-Sounderlebnis. Für jeden, der mit dem englischen Originalton kein Problem hat, sollte allein der Klang ein klares Kaufargument für die UHD-Version sein. Insgesamt ist aus der Heimkino-Veröffentlichung von Alita Battle Angel eine rundum gelungene Sache geworden. Genauso wie der Film inhaltlich vielleicht nicht absolut perfekt ist, so leisten sich auch die physischen Discs den ein oder anderen kleinen Fehler. Durch das insgesamt technisch extrem hohe Niveau, die coole Action und die spannende Welt können wir euch Alita Battle Angel unterm Strich aber nur wärmstens ans Herz legen. Sie ist die letzte ihrer Art. In ihr stecken Technologien, die 300 Jahre lang verloren waren. Ist eine Gefahr für die natürliche Ordnung. Alita, sie werden dich holen. Dann werde ich mich ihnen stellen. Bring dich in Sicherheit, du musst hier weg. Heute Nacht ist kein Spiel. Es ist eine Jagd. Du musst sie zerstören. Du hast gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Ich gehöre zu ihr. Alita Battle Angel. Und das war's schon wieder für diese Folge. Nicht vergessen, September ist IFA-Zeit. Nächstes Mal berichten wir direkt aus Berlin. Die Tech Night wurde Ihnen präsentiert von den Video-Premium-Händlern.